Hey, liebe Freunde, hallo, geht's Plattenkiste. Heute mal wieder aus dem Sprecherraum hier unten in meinem kleinen Mini-Kreativstudio und wir machen heute Blues-Musik. Und fangen auch relativ schnell an, weil wir wollen uns lustig durchziehen und zwar mit der ersten Platte. Das ist heute nämlich Albert Collins, The Iceman. Und Albert Collins ist ein relativ cooler Blues-Musiker gewesen, der auch früh angefangen ist, ich glaube in den 60er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Hatte verschiedene Namen. Hier war ihm halt der Iceman oder so. Ne? Der hatte verschiedene Fender Telecaster gespielt. Die Besonderheit bei ihm war immer irgendwie so, der ist ja immer noch so, hat eine andere Stimmung gehabt und hat immer, sieht man hier auch auf dem Foto im 5., 6., im 7. Bund immer sein Capodaster. Also ich konnte anders frei spielen und hat auch die Gitarre immer nur seitlich so rübergehangen gehabt und hat irgendwie so seitlich, nicht komplett über die Schulter gezogen, sondern immer nur über eine Seite gezogen und hat dann da irgendwie rumgespielt oder so. Ne? Ziemlich coole Bluesmusik, merkt man auch ganz schnell, weil natürlich große Vorbilder, hier Johnny Hooker und Co. und eben so ziemlich geile Solis gemacht, der Mann. Und diese Scheibe hier ist aus dem Jahre 1991, also schon eine relativ späte Platte vom Iceman. Und die heißt ihm halt auch Albert Collins, The Iceman. Ist also wirklich ganz, ganz toll, was man so von Bluesmusik erwarten kann. Ne? Super. Und die nächste Schallplatte bekomme ich jetzt gleich wieder geliefert. Und zwar ist das eine deutsche Band. Und zwar ist das die Delta Blues Band mit der Scheibe Dr. Dortmund. Und die Delta Blues Band, die gibt es auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange es diese Band schon gibt. Unheimlich lange. Und die hat immer ziemlich coole Texte. Ziemlich coole Texte. Hier gibt es immer halt auch Veranstalter Blues oder Rock'n'Roll Altersheim. War irgendwie ziemlich gut. Brot aus Deutschland, also schöne deutsche Texte gehabt mit einer ziemlich coolen Musik. Ich glaube, die Bandmitglieder sind immer wieder mal gewechselt im Laufe der Jahre. Einflüsse eben halt so, weiß ich gar nicht ganz genau. Von Pläne ist eben halt die LP rausgekommen aus dem Jahre 1984, produziert von der Delta Blues Bands. Also wirklich, wirklich toll. Auch mit einem coolen Cover, finde ich hier, wenn man sich das mal einmal so betrachtet hier. Dr. Dortmund mit der Delta Blues Band. Ziemlich cool. Sehr schön. Ja, ich habe einen guten Gehilfen heute. Und natürlich eine ganz große Family haben wir jetzt hier. Und zwar sind das natürlich die Brüder von Vaughan, die Gebrüder Vaughan, so wie sie auch immer heißen. Stevie Ray Vaughan und Jimmy Ray, heißt ja auch Jimmy Ray, weiß ich gar nicht ganz genau. Jimmy Ray Vaughan, glaube ich, ne? Aus dem Jahre 1990 von Stevie Ray Vaughan habe ich natürlich als Blues-Rock-Fan relativ viele Platten am Start. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer reingehen. Bei den beiden Brüdern, ich weiß nicht, inwieweit sie da zusammen Mucke gemacht haben, sind natürlich recht früh angefangen, zusammen Mucke zu machen. Diese Platte Family Style heißt die Brothers, letzten Endes genannt, ist ihm halt auch der typische Südstaaten-Blues, wie man ihn von Jimmy und ja, Stevie halt eben halt herkennt. Ne? Aus dem Jahre 1990 die Scheibe. Schön ist auch nochmal das Jugendbild hier auf der Rückseite, das können wir auch nochmal einmal zeigen. Ist auch richtig klasse. Schöne Platte. Genau. Sehr schön. Und weiter geht's mit einem Sampler und zwar ist das die Reuter House Blues Have Mercy Blues Delivery live und zwar aus Aachen aufgenommen von der Reuter Blues Band. Ne? Und das ist auch irgendwie sehr, sehr interessant, weil ich kenne von den Leuten, kenne ich leider eben halt überhaupt gar nichts. Legendär steht auch hier hinten drauf, aus dem Jahre 1978 ist die Scheibe. Legendär ist ihm halt hier, dass das Ganze im Reutershaus in Aachen aufgenommen wurde. Und das Reutershaus ist ihm halt die berühmte Gründungsstätte der Nachrichtenagentur Reuters Limited Edition. Ne? 1850 wurde dort nämlich mit Briefposttauben, irgendwie wird immer was hin und her geschickt, irgendwelche Börsennachrichten oder irgendwie sowas, bis dann irgendwann mal der Telegraph kam. Und von dort hat sich dann diese Reuters Nachrichtenagentur in die Welt hin vergrößert. Und dort finden eben halt heute mit dem Inhaber, wie heißt der, Gerte Minderjahn, ziemlich coole Konzerte statt. Und zum Beispiel nämlich das hier von der Blues Delivery. Ne? Schön.
coole Platte. Wirklich. Also die finde ich auch so sehr schön. Ist eine schöne Live-Platte. Kannst du ganz leicht bisschen mehr Zeit lassen? Rückseite nochmal. Super. Okay. Klasse gemacht. Und noch ein schöner Sampler, natürlich The Great Bluesman Golden Hour Presents. Hier 60 Minuten garantierte Spielzeit von dem Label Golden Hour. Und zwar ist das so die Standard-Südstaaten-Blues-Geschichte hier weit vertreten mit all den ganzen Namen, wie man sie eben halt kennt. Brownie McGee und Sonny Terry, das waren hier der blinde Brownie McGee mit seinem Mundharmonika und Sonny Terry, der die Gitarre gespielt hat. Jesse Fuller, natürlich ein wahnsinniger Begriff im Blues-Bereich. Ne? Sleepy John Eustace, Johnny Hooker, Muddy Waters, natürlich hier auch ein Dings auch drauf. Otis, Rush Blues Band, Otis Span, also Jim, Mississippi John, hört ja auch so klasse Namen, finde ich. Irgendwie. Das, was ja heute im Hip-Hop eigentlich immer so ist, wenn die mit ihren Hip-Hop-Namen kommen, das hatten ja damals auch die ganzen Blues-Leute. Ne? Komischerweise, die waren auch alle immer blind. Ne? Brownie McGee, der Muttermundiger, war ja auch blind. Da gab es noch Blind so und so, die kommen auch noch irgendwie alle so. Also das war irgendwie wahnsinnig weit vertreten immer so. Und gerade im Blues-Bereich. Also es ist ein schöner Sampler aus dem Jahre, ich weiß nicht ganz genau, wann er rauskam. Müsste auch irgendwie 80er Jahre oder irgendwie so sein. Golden Hours ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Billig-Label gewesen. Schönes Cover finde ich halt auch, ne? Und als nächste Platte habe ich hier natürlich nochmal wieder, was wir gerade schon mal hatten, Double Trouble, Stevie Ray Vaughan. Ne? Und bei Double Trouble ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Also Stevie Ray hatte ich ja wirklich viele Platten von, was ich auch gerade schon ganz kurz erwähnt hatte. Natürlich merkt man bei Stevie Ray auch ganz, ganz besonders stark, welche großen Vorbilder er hatte. Natürlich einmal John Lee Hooker und als allergrößten natürlich Jimi Hendrix. Weil auch Stevie Ray Vaughan mit seiner berühmten Gitarre, der Fender Stratocaster Nummer 1, so nannte sich seine Gitarre nämlich, die auch irgendwie, kann kein normaler Gitarrist irgendwie spielen oder so, der hat den dicksten Saiten drauf gehabt, mit einem wahnsinnigen Saitenabstand, damit die wirklich klangmäßig da irgendwie noch alles durchlassen. Und ich glaube, das Ding war auch noch ein bisschen tiefer gestimmt, hatte Jimi Hendrix hatte das, glaube ich, auch, damit man noch ein bisschen mehr da irgendwie an Sound rauskriegte. Also wahnsinnig coole, gute Solis von einem ganz, ganz großen Stevie Ray Vaughan. Eigentlich im Prinzip derjenige, der in den 80er Jahren wieder dafür gesorgt hat, dass die Bluesmusik, die ja ursprünglich eigentlich, wissen wir alle, von den Schwarzafrikanern her, als diese Delta-Mississippi-Blues-Geschichten eben halt, rein politische Hintergründe natürlich gehabt, armes Land, nur ihre Bluesmusik hatten sie irgendwie so. Ne? Bin ich der größte Blues-Heini letzten Endes auf der Welt, aber ich mag natürlich diese Musikrichtung, die sich natürlich aus dem Rock'n'Roll her entwickelt hat und heutzutage einfach nicht, ja, unheimliche Einflüsse in der ganzen Welt gelassen hat. Ne? Und da haben sie jetzt gerade wieder Sonny Terry und Brownie McGee. Ne? Und jetzt muss ich mal ganz kurz einmal gucken, bevor ich nämlich hier irgendwie in Sülz erzähle. Bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber Sonny Terry war der blinde Mundharmonikaspieler und Brownie McGee war natürlich der Gitarrist. Und die haben, glaube ich, Folk Blues auf Sonny und Brownie hier, die hatten, glaube ich, schon so diesen typischen Delta Blues am Start gehabt. Also sehr, sehr schwarz und vom Label jetzt das Bellaphone hier. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob die jetzt große Hits hatten oder so. Aber es ist natürlich dadurch, dass sie diese Blues-Szene hatten, war es natürlich ein Pärchen, das man eben halt zu der Zeit wirklich an jeder Ecke gehört hat. So zack, zack, was soll ich da groß sagen. Ne? Die sehen cool aus, finde ich irgendwie so. Nette Truppe. Prima. Und die nächste Platte haben wir schon wieder hier. Jawohl, das geht ratzfatz hier. Und zwar ist das Vince Weber, Blues and Boogie. Und jetzt gehen wir das erste Mal nach Hamburg. Weil Vince Weber war einer der ganz, ganz großen Hamburger Pianisten. Neben Gottfried Böttcher. Und nicht nur Vince Weber hat natürlich mit Thomas Kuckuck diese Scheibe hier produziert. Das ist nämlich hier auch von Thomas Kuckuck produziert. Im Rüssel-Studio, also sprich im Studio von Otto. Der auch ganz viel immer mit Udo Lindenberg, also Kuckuck hatte, glaube ich, 6 oder 7 Platten von Udo produziert.
Da sieht man wieder, dass wieder alles irgendwie zusammenlief. Hier hat Inga Rumpf noch ein bisschen in den Vocals mitgearbeitet. Das Ganze ist live aufgenommen in der Fabrik hier in Hamburg aus dem Jahre 1977. Und es war einer der größten Boogie-Woogie-Blues-Boogie-Woogie-Spieler hier im Hamburger Raum. Und der war nämlich so gut, dass er tatsächlich in der Hamburger Fabrik, ich glaube, einen Auftritt im Monat abgeliefert hat. Wirklich lange, lange Jahre. Und das finde ich total klasse. Ja. 1977 aufgenommen von Elektrola. Mehr weiß ich leider auch nicht über diese Platte. Aber die ist bekannt. Das Cover kennt ihr irgendwie alle. Gehe ich mal zumindest von aus. Das ist schon irgendwie... Die haben wir alle gehabt. Du auch, ne? Mhm. John Lee Hooker, da haben wir ihn ja. Ne? Gerade eben noch drüber gesprochen, über John Lee Hooker. Da haben wir California Mr. Lucky, eine ganz, ganz große Platte von John Lee Hooker eben halt. Auch viele, viele Leute hier mit drauf, von denen wir, die wir alle kennen. Aber da ist ja Albert Collins mit drauf, Ray Kudos ist hier drauf, Robert Cray ist hier mit drauf, Johnny Johnson, Booker T. Jones ist hier mit drauf, Van Morrison, Carlos Santana, Johnny Winter, also wirklich die komplette Garde, irgendwie alle dabei, was soll man da sagen, von einem ganz, ganz großen Gitarristen. Ne? Größter Hit natürlich von Johnny Hooker. Boom, boom, boom. Ne? Nochmal irgendwie wirklich missbraucht worden in der Werbung. Ich weiß nicht genau, welcher Werbeträger das noch war. Aber Johnny Hooker, seine Granate an der Gitarre, sein Solospiel und wirklich unheimlich groß. Und als nächsten Gitarristen sehe ich gerade hier, der jetzt zwar nicht wirklich nur reinweg auf schwarzen Blues aus, sondern eher so ein bisschen in die Blues-Rock-Schiene reingeht, ist natürlich Snowy White. Und Snowy White and the White Flames, so heißt nämlich seine Band, ist auch ziemlich klasse Gitarrist, weil Snowy White hat zum Beispiel, war Studiomusiker von Pink Floyd lange Zeit. Er hat auch, glaube ich, bei Wish You Were Here oder sonst irgendwie so, keine Ahnung, mitgespielt, mitgewirkt und gemacht und getan. Und er hat ihm halt mit Bird of Paradise hier auch wirklich ein unheimlich schönes Ding rausgebracht. Super ist auch wirklich die Band White Flames, ne? Das ist ihm halt Kuma Harara am Bass, auch ein Tier am Bass und Richard Bailey an den Drums. Zusammen die drei auf der Bühne, grandios. Es gibt also etliche kleine Live-Gigs, die man auch mal im Fernsehen verfolgen konnte von Snowy White and the White Flames. Und eine Blues-Band, finde ich, auch, die ihresgleichen sucht. Schon mal richtig schön gesagt. Ne? Snowy White and the White Flames. Relativ unscheinbarer Typ auf der Rückseite, kann man es nochmal ganz kurz sehen. Ne? Ganz behaart, kleine Gibson-Gitarre, seine Gold mit Goldtop. Und damit war es das. Guter Gitarrist. Blues and Beat from Holland habe ich jetzt hier. Musik für alle vom Decker Label. Das sind wiederum, also für, eigentlich finde ich eine sehr schöne Platte, weil ich kenne keinen davon, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es die Motions, The Big Wheel, Kiss Kiss, The Sharons, Tower, The Whiskers, Names and Faces, The Playboys, ne, die Oscar Benton Blues Band After Tea. Also wirklich, ich weiß überhaupt nichts davon, aber es ist eine recht schöne frühe Band, recht schöner früher Sampler hier. Mit coolen Bands, die mit Sicherheit schon zum größten Teil irgendwie verschollen sind. Und von der Seite her freue ich mich natürlich über dieses kleine bisschen Zeitgeschehen aus den 70er Jahren. Schönes Cover letztendlich auch, spielt wieder in die 70er Jahre wieder. Kommt so ein bisschen billig rüber, so à la Europa, aber ist eigentlich letzten Endes schon eine ziemlich klasse Platte gewesen. Rückseite kannst du ein bisschen länger zeigen. Genau, da sieht man nämlich die ganzen Leute. Cool, ne? Super. Perfekt. Und Muddy Waters, auch vorhin schon drüber geredet, glaube ich, oder so. Und Muddy Waters gehört natürlich auch irgendwie. Es waren ja immer irgendwie zwei, drei Leute. Es gibt ja auch die drei berühmten Kings, ne? Albert King, B.B. King, Albert King und Rick King, nee, Ricky King. Weiß, wie hieß der andere noch? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Die drei Kinge und auch Muddy Waters gehört natürlich zu den ganz, ganz Großen. Hier das ganze Ding von Johnny Winter, auch der große Weiße, eben halt das ganze Ding produziert, auch selber mitgewirkt, glaube ich. Gitarre natürlich, Johnny Winters hier gemacht, James Cotton, Harp, Pine Top Perkins spielt das Piano und Charles Carmise den Bass und Willie Big Eye Smith macht die Drums.
sondern einen ganz, ganz großen Blueser, nämlich Muddy Waters mit der Scheibe Heart Again aus dem Jahre 1977. Auch eine sehr schöne Blues-Scheibe. Auch so standardmäßig Blues, Südstaaten-Blues. Ich glaube, der Typ selber kommt aus Texas. Bin ich ganz sicher, aber in dieser Richtung wird er mit Sicherheit irgendwo herkommen. Ja, da haben wir ihn ja gerade drüber gesprochen, nämlich halt B.B. King, natürlich der große, große King, der an der Gitarre mit seiner Lucille, eben halt seiner Gibson, die er gespielt hat. Eine schöne Scheibe hier aus dem Jahre, relativ früh, Entschuldigung, muss ich jetzt erstmal gucken, 82, achso, okay, okay. 82, auch gar nicht ganz so früh, aber es sind auch schon ein schönes Ding irgendwie hier so. Auch hier viele, viele, unheimlich viele, viele Gastmusiker drauf. Angefangen von Ringo Starr und Peter Green, Bobby Keys hier mit raus, Klaus Voormann macht hier irgendwie mit, Paul Butler, Chuck Findlay, boah, Barry Ford, Rick White, also wirklich alles voll hier mit Leuten, kann ich gar nicht aufzählen, wie die alles mitmachen. Abbey Road hier, Sister of Westminster, keine Ahnung, was ich hier wieder für einen Schrott daher rede. Schönes Cover finde ich letzten Endes hier mit den Bobbys auf der Seite drauf. Auch schöne Rückseite. Tolle Platte von B.B. King live in London. Ich höre leider viel zu wenig Blues immer irgendwie so, wo man da einfach nicht vergessen darf. Gerade der Blues, hatte ich ja vorhin gesagt, die Ableitung irgendwie aus dem Rock'n'Roll damals entstanden. In den Südstaaten. Da gibt es auch noch gleich ein, zwei Platten, glaube ich, von, wo nochmal das Ganze nochmal richtig zur Sache kommt. Oh ja, das ist auch schön. Hier habe ich nochmal hier Mark Fuhrhopp. Und auch Mark Fuhrhopp ist ein Hamburger. Hamburger Szene Blues Promotion heißt die Platte. Ich weiß nicht ganz genau, wie das hier. Mark Fuhrhopp ist auch irgendwie jemand, der relativ. Ist das jetzt Hamburg? Jetzt muss ich selber erstmal ganz überlegen. War das ein Hamburger? Nee, ich glaube, der kommt gar nicht aus Hamburg. Da täusche ich mich jetzt so ein bisschen. Ich sehe, kann nur gerade hier hinten drauf liegen, dass er natürlich mit vielen Leuten bluesmäßig zusammengearbeitet hat, mit Abi Waldstein und Axel Zwingenberger, der auch an den Pianos neben Gottfried Böttcher damals unheimlich viel gemacht hat. Hat hier so einiges zum Besten gegeben. Ich glaube aber, der kommt eher aus Köln, bin gar nicht ganz sicher. Hat auf jeden Fall aber auch in der, nein, Hamburger Szene, Entschuldigung, habe ich doch richtig gehabt. Hamburger Szene, doch, Hamburger. Ich glaube auch hier, das Cover ist natürlich auch wirklich grandios. Ist auch, glaube ich, auf dem Kiez, wenn ich mich nicht täusche oder irgendwie sowas. Ne? Auf jeden Fall gehört ihm halt Fuhrhopp auch zu den Leuten, die in der Zeit, als damals schon irgendwie ganz, ganz viel eigentlich schon auf die Popmusik ging in den 80ern, dass er immer wieder daran festgehalten hat. Der hat nämlich, glaube ich, auch Gitarrist oder hat auch studiert, glaube ich. Ich glaube, der hat ein Studium abgeschlossen als Arzt. Genau, der ist nämlich ein Arzt in Niedersachsen. Mark Fuhrhopp ist Arzt in Niedersachsen, genau. Und hat trotzdem immer wieder sich zusammengefunden mit guten Musikern, um den Blues zu zelebrieren. Ne? Und das ist auf dieser Platte auch deutlich hörbar. Ne? Blues Promotion natürlich, Mark Fuhrhopp. Schöne Scheibe, das sieht man auch, glaube ich, nicht allzu oft. Auch die Rückseite ist sehr schön, finde ich. Kann man mal so sehen. Aber das Cover selber ist schon ziemlich klasse, finde ich. Und ein weiterer Sampler kommt nämlich hier. Jetzt gehen wir wirklich ganz, ganz, ganz tief in den Süden rein. Und blau, es ist das nicht. Blues from the fields into the town. Und da ist wirklich der Beginn der Bluesmusik wahrscheinlich irgendwie drauf vertreten. Mit Lee Bell, Sonny Terry und Brownie McGee wieder drauf. Luther Johnson ist hier mit bei. Blind John Davis, Memphis Slim, Muddy Waters. Also schon irgendwie alle wieder irgendwie dabei. Mit einem schönen Sampler. Das ist ein Hobo Blues hier von John Lee Hooker. Ne, zwei, drei Sachen drauf. Mit drauf. Datum kann ich jetzt gar nicht so ganz genau entdecken, wann das Ding rausgekommen ist. Hier sind auch Blind John Davis zum Beispiel auch live aus Hamburg mit drauf, sehe ich gerade irgendwie. Happy Bird ist das Label. Ich glaube, irgendwie hört sich auch nicht schön an. Oh, ganz kurz rum. Oh, gut, klar. Einfach nur ein kleiner, schöner Funke drauf. Ich weiß nicht. Ne, ist das irgendwie noch ein Unterleben von jemandem? Also Happy Bird ist irgendwie auch schönes Label. Könnt ihr von hier nicht sehen. Ne? Ist doch nicht schlimm. Schöner Sampler, finde ich. Blues from the field into the town. Und wir ziehen das hier richtig gut durch, finde ich. Die nächste Platte, die wir hier haben, ist auch noch ein Legacy of the Blues Sampler
from the series of recordings by today blues artists, 12 Great Blues by Booker White, Snook England Champion, Jack Dupree ist natürlich auch wirklich ein Begriff, Mighty Joe Young, so Memphis Slim, Big Joe Williams, Eddie Boyd, Sunnyland Slim und Lightning Hopkins. Das Label ist Sonnet, also auch ein amerikanisches Teil hier. Legacy of Blues, okay, also das ist wirklich Mississippi Delta Blues hier vom Allerfeinsten. Schöner Sampler, viele, viele Leute, also ich höre jetzt nicht so tagtäglich Blues, aber es war eben halt eine schöne Reihe, sehe ich hier unten, da gab es eben halt diese verschiedenen Platten von. Und definitiv auch eine richtig coole Bluesplatte, wenn man das so will. Ne? So, super, jetzt so Argumente ich so bringe. Ne? Bin richtig stolz auf mich, was ich hier so erzähle. Sehr schön. Oh, noch ein Sampler. Und zwar ist das Volume 3 History of Rhythm and the Blues. Ne? The Golden Years von 53 bis 55 von Atlantic Records. Und da ist es natürlich auch so, also B.B. King zum Beispiel hat ja auch immer gesagt, er macht ja eigentlich keinen Blues in dieser, er ist eher so ein Rhythm and Blues Man. Ne? Genau, ähnlich wie Stevie Ray Vaughan, der auch von sich aus sagt, das ist doch schon eher so ein bisschen Rhythm and Blues. Ne? Scheibe von 1968 tatsächlich hier, sehe ich gerade. Auch amerikanische Pressung. Schöne Leute mit drauf, wie Ray Charles, Blue Velvet, The Clovers. Joe Turner ist hier mit drauf, The Drifters, The Chords, also tatsächlich auch Diamonds, schon ein bisschen Rhythm and Blues lastig, würde ich irgendwie sagen. Das heißt, es steht auch groß drauf, History of Rhythm and Blues, ne? Also keine reine Blues-Scheibe von der Seite. Ne? Aber hübsches Teil letzten Endes. Ja, dann muss ich erstmal die andere machen. Genau, sehr gut. Steht nicht viel drauf, wie ihr gesehen habt. Ne? Und nochmal eine Scheibe. So, Dankeschön. Ah, okay, alles klar. B.B. King, leider ist hier ein bisschen eingerissen, sehe ich gerade. Blues Anthology, The Anthology of Blues, B.B. King 49 bis 50, Archivserie. Also schon eine ganz, ganz frühe von B.B. King aus dem Hause Nuri Disc oder irgendwie so, also auch eine Ami-Pressung, soweit ich das sehe. Ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht so genau erkennen. Printed in France, also Frankreich, okay. Ja, ne? Das sind die Anfänge natürlich von B.B. King für Freunde der Bluesmusik, glaube ich, kaum wegzudenken. Wie gesagt, B.B. King ja schon ein über 50 Jahre Geschäft. Was soll man denn da so großartig sagen zu einem Mann, wenn man so lange irgendwie dabei ist? Ne? Ist ja Wahnsinn heutzutage. Ne? Oh, heute, das ist auch eine ganz schöne Platte, und zwar ist das Blues News. Ne, Blues News ist auch, ist das ein Sampler? Bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ah ja, okay. Ja, das ist nochmal richtig schön jetzt hier. Ja. Naja, das ist natürlich auch knallhart hier, aber das ist tatsächlich so war es im Halt. Ne? Und zwar die Scheibe selber, weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber ich kann auch ganz so die Blues News einmal vorlesen hier. Ne? Blues ist Leben. Ne? Es ist heute weder old fashioned noch verwässert, das aus Zeitmangel oder Substanz. Mit der unserer Zeit eigenen Inkonsequenz wird zwar der scheinbare Verlust der traditionellen Form beklagt, doch gleichzeitig betont man ihren fundamentalen Einfluss auf die heutige musikalische Szene. Ne? Blues ist eine musikalische Form, hatte und hat weiterhin Basischarakter. In seiner reinen Form bildet der Blues eine reiche kulturelle Einheit. Blues komprimiert die Geschichte der Neger zu einer musikalischen Form. Kam aus den Gedanken der Gefühle der Sklaven, produziert Zielvorstellungen, Wünsche und Begierden. Der Alten war angeboten, das Blues gefühlt, die berühmten 12 Takte des Blueses. Ne? Natürlich ist das alles auf 70er-Jahres-Style, das habt ihr wahrscheinlich relativ schnell gemerkt. Es lässt jetzt trotzdem mal gute Mixtur hier drauf an Scheiben. Und zwar natürlich hier mit dreimal vertreten Jimi Hendrix mit überhaupt den größten Blues-Hit überhaupt, nämlich Red House. Oder eben halt natürlich auch Voodoo Child. Ne? Das sind also wirkliche extreme Blues
Beispiele, ne? Let's Spend the Night Together, hier von Muddy Waters gespielt, natürlich aus dem Hause Jagger und Richards. Evil, Buddy Guy, nochmal mit der Cream hier mit drauf, Take It Back, ne? The Taste ist hier mit drauf, also das ist eine schöne, schöne Compilation-Scheibe. Blues News heißt das ganze Ding. Und zeigt nochmal den Einstieg letzten Endes der schwarzen und weißen Blues-Musik, ne? Mind-blowing killing, also wirklich ganz, ganz toll. Die finde ich sehr, sehr gut. Auf dem Cover natürlich nicht allzu viel zu sehen, aber das ist ja auch nicht immer ausschlaggebend, ne? Oh, das ist natürlich auch hübsch, und zwar kommen wir jetzt nochmal nach Ungarn. Nee, war es Ungarn? Ich glaube, es war Ungarn, ne? Hobo Blues Band aus Ungarn. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es war ungarische Band, ne? Ungarn, natürlich, 1980, ne? Und zwar ist es auch das Debütalbum der Hobo Blues Band, nämlich einer ganz berühmten Bluesband aus Ungarn, die wirklich auch seit über, weiß ich auch nicht, 30, 40 Jahre mindestens, die ungarische Blues-Szene vermixt hat, auch mit amerikanischen Einflüssen, weil die haben natürlich auch, die waren auch Vorreiter, Vorbands, der deutschen Bands, Welttourneen gemacht und irgendwie sowas, also wirklich ganz, ganz große Band, die Hobo Blues Band. Und diese hier, das ist Körei Generoipai oder so ähnlich, keine Ahnung, ist das Debütalbum der Hobo Blues Band aus dem Jahre 1975 oder irgendwie sowas, 75, 80 bis 80, in diesem Zeitraum war das irgendwie so gewesen. Schönes, schönes Artwork auch hier mit drauf, kannst du einmal ganz in Ruhe zeigen, ganz, ganz klasse. Schönes Stück Musik aus Ungarn eben halt, ne? Toll. Und ich sehe nämlich da vorne schon, da vorne habe ich nämlich noch eine zweite von der HBB, also der Hobo Blues Band. Und das ist die Scheibe McFlunk oder McElunk oder so ähnlich heißt das ganze Ding. Die ist schon ein bisschen später, das war schon 5 oder 6. Also man darf eins nicht vergessen, die Hobo Blues Band hat mindestens 30, ja mindestens 30, 20, 30 Platten rausgebracht, definitiv. Und lange Jahre wirklich mit allen möglichen Leuten immer gespielt. Ne? Also ich weiß nicht, ob das immer dieselbe Besetzung bei der Band gewesen ist, ob die auch wirklich durchweg immer getauscht hatten, das kann ich nicht genau sagen. Diese Scheibe ist aus dem Jahre 1983, also ja, auch nicht so spät, ne? Also auch immer noch der Anfängezeiten gewesen. Also die Leute sagen mir natürlich nicht allzu viel, ich weiß nur, dass ich mich immer darüber freue, Scheiben von der Hobo Blues Band zu sehen oder zu haben. Das ist eine tolle ungarische Band, die leider hier bei uns viel zu selten einfach nur genannt wird. Aber kommen wir nochmal letzten Endes ein einziges letztes Mal, jetzt hier ist nämlich die letzte Platte für heute, zu der größten englischen bzw. irischen Band, glaube ich. Und zwar ist das die Blues Band überhaupt, ne? Und die Blues Band an sich, die gibt es auch schon seit ewig langen. Und der Paul Jones, Gary Fletcher und Hutchie Flint, glaube ich, immer noch Mitglieder dieser Band. Und auch die Blues Band, boah, ich weiß nicht, was die alles gemacht haben und wo die alle aufgetreten sind. Auch das ist wirklich ein Meilenstein der Bluesmusik eben halt, ne? Paul Jones auf jeden Fall wirklich als Gründungsmitglied lange, lange Jahre dabei und auch immer noch, glaube ich, dabei, bin ja nicht ganz sicher. Diese Scheibe selber heißt Ready, ist glaube ich die zweite oder dritte der Blues Band und ja, auch international mitgewirkt, auch bei vielen Leuten mitgewirkt, viele Sachen, viele Bands, viele Leute inspiriert gemacht und getan, kann ich gar nicht alles sagen. Blues Band. Ja, kann auch hier hinten keine großen Infos mehr entdecken, die jetzt irgendwie noch relevant gewesen wären, zu sagen. Aber ihr kennt Ready mit Sicherheit und ihr habt die, wenn ihr bluesmäßig unterwegs seid, auch mit Sicherheit schon mal gehört. Und freut euch darüber genauso, wie ich das mache und mein wahnsinnig guter Assistent, der Aaron. Der jetzt dafür gesorgt hat, dass ihr die Platten doch alle mal sehen konntet. Ne? So, wir verabschieden uns für heute. Wünschen euch einen schönen Sonntagabend, genießt schöne Musik, hört schöne Musik, lasst es euch gut gehen und wir machen das nächste Mal wieder frisch weiter mit irgendwelchen anderen Sachen, die wir immer wieder dann rausziehen aus unseren Stapeln und freuen uns. Bye bye, liebe Leute, lasst es euch gut gehen. Bye bye. Peace.
Peace geht an euch raus und wir sagen Tschüss.